Friesa mit euch. Herzlich willkommen in der Gemeinde hier in Frankfurt, in der Abu-Bakr-Gemeinde. Diese Gemeinde ist 1966 schon entstanden in Frankfurt am Main, aus verschiedenen arabischsprachigen Ursprungsländern, mehrheitlich Marokko. Ich bin Talha Taschkenzoy, bin seit über 10 Jahren hier in Frankfurt, habe hier islamische Theologie und Pädagogik an der Uni Frankfurt studiert. Auch von mir hallo und salam alaikum. Ich bin Songül Yasha, bin eine der 4 muslimischen Mitglieder im Rat der Religionen Frankfurt. Zum Thema Umwelt und Islam kann ich sagen, dass in Frankfurt und Umgebung immer mehr Moscheen Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit leisten, durch zum Beispiel Freitagspredigt, durch Seminare, Workshops. Und diese Moscheegemeinde ist übrigens auch deutschlandweit die einzige Gemeinde, die in Zusammenarbeit mit dem Weltladen Bornheim seit 2011 faire Produkte verkauft. In dem kleinen, gemütlichen Infoladen gibt es ein Fairtrade-Regal mit diesen Produkten. Vielen von euch ist ja bekannt, dass wir Muslime und Musliminnen 5-mal am Tag beten. Und eine sehr, sehr spannende Interpretation des Gebetes, der Bewegungen, auch mit dem Thema verknüpft heute, ist die Natur. Und zwar das Gebet im Stehen, wenn wir mit dem Gebet beginnen, soll all das, was sozusagen von Boden, den Himmel reicht, widerspiegeln. Und das ist die Pflanzenwelt, die wir mit dem Stehen verkörpern. Dann die Verbeugung nach dem Stehen soll die ganzen Vierbeiner, also die Tierwelt, darstellen. Und das auf dem Boden sich niederwerfen soll die Insektenwelt, die kriechenden Tiere darstellen. Das ist sozusagen das Gebet, was sehr, sehr spannend ist, dass wir mit dem 5-mal am Tag beten und bestenfalls mit diesem Bewusstsein auch die Natur immer mitdenken und mitpreisen und mitsegnen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass nicht nur in Frankfurt, sondern deutschlandweit immer mehr Moscheen, Organisationen diese Aufklärungsarbeit leisten und den Vorträgen und Workshops, Seminaren, Aktivitäten wie faire Produkte verkaufen, Bäume einpflanzen und so weiter folgen. Dankeschön.